Hallihallo meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jak and Daxter, The Precursor Legacy. Ja, wir hatten hier beim letzten Mal den Tempel abgegrast und den Strand. Und im Dorf haben wir noch ein bisschen was zu machen. Und jetzt wollen wir aber erstmal da hinten hin. Da, wo alles angefangen hat, zur Nebelinsel. Fischer war ja so freundlich und lässt uns sein Boot benutzen, weil wir ihm ja mit 205 Fischen hier geholfen haben. So. Da oben sehen wir schon die erste Energiezelle. Oh, hier läuft's mir kalt den Rücken runter. Und glaub mir, das ist eine ganz neue Erfahrung, wenn man Fell hat. Ah ja, das würde ich auch gerne mal erfahren. Ich denke, da stellen sich einem die Haare. Habe ich die jetzt erwischt? Na, hier ist noch eins. Okay. Scheinen alle gewesen zu sein. So, ja, die hier sind ein bisschen, die muss man zweimal treffen. Das wird nicht so ganz. Verdammt. Jetzt war ich irritiert, weil ich dachte, ich habe eine Spähfliege gehört. Aber anscheinend habe ich mich da täuschen lassen. Ich muss mal überlegen, wo ich lang gehen soll. Ich glaube nämlich nicht, dass wir es da noch zurückschaffen. Soll ich hier lang gehen oder soll ich hier erstmal nicht lang gehen? Ich weiß es gerade selber nicht. Ich glaube. Naja, eigentlich ist es egal. Wir kommen hier sowieso überall lang, weil wir ja alles haben wollen. So, das ist rotes Echo. Rotes Echo verstärkt deine Angriffe. Genau, so sagt der Daxter. Rotes Echo verstärkt unsere Angriffe. Das heißt, bei diesen Typen müssen wir dann nur noch einmal zuschlagen statt zweimal. Hol das rote Echo! Ja, ich hole es. Unboxen. Ah! Es ist hier in der Tat ein wenig verwinkelt. Bloß nicht in den Nebel fallen, dann ist man dood. Dood mit D. Oh no, das war schon falsch. So, jetzt versuche ich mal da vorne hinzukommen. Und die Plattform zu aktivieren. Juhui! Und hier auf der Nebelinsel dann unsere erste Energiezelle. So, nun komm mal wieder her. Zack. Übrigens schon ziemlich cool, diese Precursor-Technologie. Wenn man es als Technologie genau bezeichnen darf. So, jetzt gehe ich wieder hier hin. Denn hier ging es auch noch weiter. Oder? Ne, hier unten nicht. Au. Immer wieder erstaunlich, wie mich mein Gedächtnis im Stich lässt. Hey, ich sehe die Muse des Bildhauers. Ja, das ist die Muse. Das kleine Ding da. Da können wir jetzt hinterher rennen. Ah! Machen wir uns erstmal noch keinen Kopf drum. Schlag diese Knochen weg! Ja, wir beseitigen erstmal die ganzen Gegner. Oh!
Ui, das war sauer. Nicht schön. Haben wir hier, glaube ich, erstmal soweit alles aus dem Weg geräumt, was uns gefährlich werden kann. Ach, was war das denn? Oh, Spielfliege. Oh. Wo geht's jetzt lang hier? Kommen wir wieder nach unten. Ah, wir haben wieder ein Leben dazu gekriegt. Gott sei Dank. Ach ja, dann sind wir wieder hier. Na. Hier waren noch irgendwo Orbs. Hier, bei der Muse. Ich muss mal überlegen. Dieses Vieh. Ja, komm. Wo ist er denn? Da. Am besten mit so einem stürmischen... Ah, komm schon hoch. Springt die einfach darüber. No. Oh. Okay. Hier waren eh noch ein paar Orbs. So. Komm, komm. Ah, wir haben sie. Genau. Wie war das mit der Tierliebe hier in dem Spiel? Erstmal in den Rucksack verstauen. So, dann können wir ja auch weiter. Haben wir ja eigentlich so fast das Schwierigste oder das Nervigste schon mal geschafft. Könnten gleich hier unten anfangen. Hier steht nämlich ein Zoomer. Ich glaube, die nennt man so. Mal los. Lass uns diese Ballonlurker umfliegen und Kleinholz aus ihnen machen. So, jetzt müssen wir hier diese Lurker hier an diesen Ballons hängen. Ah, okay, mit R1 springt man. Das muss ich mir nicht nochmal in den Kopf zurückrufen. So. Wo es nicht an die Bomben hier kommt. Das war knapp. So, da sind's. Ah, verdammt. Komm ich so nicht mehr hoch? Mit so einem Ding hier werden wir übrigens dann später auch durchstehen. Lurken sollen wir Kleinholz machen, Jack? Nicht aus den Minen! Regel Nummer 1, halt dich immer von den Minen fern! Ich wollte sagen, mit diesen Dingen hier werden wir auch später noch durch den Feuer Canyon denn hindurchfahren. Nur ist da ein wenig Zeitdruck. Die beiden hier, die will ich jetzt haben. Wo sind die? Hier noch. Ja, da. Oh! Au! So. So. Dafür gibt es eine Energiezelle. Gut. Ihr habt alle Lurker
Hacker daran gehindert, weiter Minen abzuwerfen. Sie haben die Gewässer um unser Dorf schon seit Wochen unsicher gemacht. Bringt euren Zuma zurück zum Transpad und ich teleportiere ihn wieder hierher. Gut, noch nicht, weil als nächstes gilt es, noch ein paar Orbs zu sammeln. Das ist ein bisschen schwierig, sich hier auszurichten. Ach, eins übersehen. Ah, da kommen wir auch von da oben bestimmt an, wenn wir keinen Anlauf nehmen. Genau. So. Dann die Plattform noch ein bisschen weiter hoch. Verdammt. Okay, da hier runter noch, das, den einen Orb holen und dann nochmal da hoch. Weil am Ende da wartet noch eine Energiezelle. Ah, wir fräsen uns in Holz. Eine Energiezelle auf uns. Wo? Weiß ich nicht, ob man hier springen musste. Ja, okay. Haha. Sehr schön. Jetzt sind hier noch ein paar ganz einfache. Dann müssten wir hier im Wasser eigentlich alles erledigt haben. So. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal von oben an. Ja. Gott, ich habe ja nur noch ein Leben. Gleich wieder schön zwei. Jetzt auch noch weiter, aber wir wollen erstmal hier lang. Ta-ta-ta! So, ja, doch. Ja, wir müssen jetzt hier durch. Ah, Glück gehabt. So, hier kann man immer ein bisschen Pause einlegen. Oh, Gott sei Dank. So, ich warte noch, bis der Hüpfende hier ankommt. Oh. Ja, das war natürlich sehr intelligent. Sag mal. Das war jetzt nicht so toll. Ja, ein Atem frisch. Na, das geht ja gut los. Okay, der ist jetzt durch mich durchgefallen.
Oh, das ist ja doch nicht mein Leben. Ach, bin ich doof. So. Hier sind doch noch ein paar Gegner, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ja, die schießen hier nämlich Bomben. So wie im Strand, am Strand. So, dafür erhalten wir auch eine Energiezelle. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Ihr zwei habt's tatsächlich geschafft. Jetzt können die Lurker die Precursor-Echo-Station nicht öffnen und damit die Welt auch nicht mit dunklem Echo überfluten und noch nie dagewesene Zerstörung anrichten. Hör endlich auf, so blöde zu grinsen, Dexter! Ihr zwei habt noch viel zu tun! Also los! Wir wären schon weiter, wenn du uns nicht ständig unterbrechen würdest. So, jetzt machen wir da unten die ganzen Truhen auf. Die da so schön am Rand liegen. Ja, komm. Okay, hat getroffen, hat getroffen. Auch getroffen. So. Da werden die Arena nämlich sowieso noch rein müssen. Und das wäre dann schade, wenn wir hier nochmal hochklettern müssten. So. Ich höre hier noch eine Energiezelle. Aber es kann gar nicht sein, dass hier oben noch eine ist. Könnten wir gleich von hier oben? Ich glaube, wir können gleich von hier oben in die Arena. Ich probiere es mal. Genau, wir können gleich. So, jetzt müssen wir die alle besiegen. So, hier haben wir rotes Echo. Es kann unter anderen, also unter Umständen, nicht unter anderen Umständen, sondern unter genau diesen Umständen, ist das manchmal gar nicht so einfach. Wenn man dann doch mal eingefesselt wird. Ja, so kommt man doch ein ab. Ja. Ich werde was echt Bewegendes auf deinem Begräbnis sagen. Wie? Wer wird mich jetzt zurückverwandeln? Ja, Dexter, du kannst ja... Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, wir kommen von hier auch da in die Arena. Kein Problem. Keine Panik. Keine Panik. So. Gehen wir einfach hier vorne rum. Mal auf dem Schiff. Ne, auf dem Schiff. Genau, auf dem Schiff. Da ging es ja noch weiter. Da wollte ich ja sowieso hin. Ha, habe ich ja eins vergessen. So. Oh nein. Oh nein. Oh, please, please. Bitte nicht, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Ach ja. Na, das passiert ja bei älteren Spielern. Ja, auch bei älteren Spielern. Und bei alten Spielen gerne mal, dass sie sich in der Wand verbuggen. Ich habe mich auch schon öfter mal in der Wand verbuggt. So irgendwo lang gelaufen bin und habe so gedacht, scheiße, jetzt kommst du da nicht wieder raus. Oh mein Gott. Laden kann man ja nicht im echten Leben, ne? So. Ach, 47, komm. Komm. So. Komm her. Du auch. So, von hier. Ach, hier haben wir noch so einen Spender. Den können wir gleich mal aktivieren. Nein, 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 nein. Ach, wo bin ich denn jetzt? Ah. Hm.
Ah, na, so wird das nichts. Ich bin schon gerade drüber laufen. So. Tada!